Da sind wir wieder. Und an das... Man ja Robert sagt. Ja, an das Champions League Debakel wird sich niemand mehr erinnern ab dem kommenden Sonntag. Denn am Samstag im Stadion München wird es eine Abschlachtung geben. Gesundheit. Oh, jetzt muss ich zufällig gleichzeitig auch niesen. Gesundheit. Danke. Diese Viren sind auch... So mit dem Gehen, das ist auch... Jesus Maria. Ich glaube, diese Viren sind mittlerweile auch per Voice-Chat ansteckend. Halleluja. Nicht, dass ich diesen Virus bisher hatte, aber ja, auf jeden Fall haben wir jetzt gleichzeitig niesen müssen, aber dass Jerome Boateng unzufrieden über nicht eingehaltenes Versprechen. Ach, du hast ja... Was hast du mir versprochen, dass du in der Champions League weiterkommst, oder? Ich weiß es nicht, weil du bist schon wieder niesen. Herrschaftszeiten. Vielleicht reagierst du ja allergisch auf Ausscheidungen in der Champions League. Ja, es kann sein. Angeblich, ich glaube, hatte ich... Ja, das ist das Problem, dass die letzte Aufnahme jetzt schon ein paar Tage her ist. Ich habe mir die alten Folgen auch nicht angeguckt. Ja, aber habe ich ja öfters, dass ich den Spielern irgendwas verspreche, was ich dann nicht einhalte. Ich glaube, hatte ich nicht irgendwie eine Versöhnung angedeutet? Ach stimmt, ich glaube, die Spieler haben Aufstand gemacht und ich habe den Spielern dann gesagt, ja, ich biete ihm einen Vertrag an. Jetzt habe ich Sorge, dass ich gleich Stress mit der ganzen Mannschaft habe. Ja, denn der Stuhl hängt schon am seidenen Faden. Ach, ist ja Quatsch. Ist ja Quatsch. Wir stehen auf Platz 1 in der Bundesliga ab Samstagabend. So. Humbug ist das, Humbug. 16 Spieler für Elend einberufen. Tolisso weiterhin nicht in Frankreich. Aber ich habe einen Scouting-Bericht über deine Mannschaft bekommen. Ja, damit du auch mal siehst, wie guter Fußball aussieht. Ich hätte erstmal noch die Option, mit Boateng jetzt mal zu reden. Ich sage ihm, es tut mir leid, ich habe das total vergessen. Habe ich auch. Aber ihm reicht es jetzt, das auch ja irgendwo zurecht. Ich sage ihm, sie werden nirgendwo hingehen. Ich habe nicht die Absicht, sie wechseln zu lassen. So, ja, jetzt kann man seinen Ärger auch irgendwie verstehen. Aber es ist mir jetzt gerade egal. Spielen würde er sowieso nicht gegen dich. Nur jetzt Sorge, dass jetzt hier ein Aufstand bevorsteht. So. Hast du Angst, dass die Mannschaft gegen den Trainer spielt? Ja, die stehen jetzt so mit Mistgabeln und Fackeln vor meinem Haus. So, Jerome Boateng hat seinen Unmut öffentlich kundgetan, dass er keinen neuen Vertrag angeboten bekam. Journalist fragt mich, ich sage nichts dazu. So. Martinez verletzt. Verhärtung der Oberschenkelrückseite, also eine Arschzerrung. Wie Marco Reus. Genau, das gleiche, was Marco Reus hatte. Aber fällt nur für 1 bis 2 Tage aus. Dachte, Reus wäre länger ausgefallen, oder? Na gut, Marco Reus hat ja auch Glasknochen. Achso, der ist mit derselben Verletzung. Ist das. Ist bei mir fast 2 Wochen ausgefallen. Achso, ist das nicht immer bei einer Verletzung dieselbe Ausfallzeit oder. Jeder Körper reagiert ja anders auf diese Belastung. Ach geil, ist dann gleichzeitig ein Medizinsimulator. Paderborn gegen Augsburg. Beschwört die nötige Mentalität für den deutschen Klassiker. Der deutsche Klassiker. Klopp warnt Borussia Dortmund vor Müller. Oh, Wettquote ist auf meiner Seite 2,5 für mich, 2,63 für dich. Ribéry beschwört nötige Mentalität für den deutschen Klassiker. Auch Klaus Augenthaler ruft schon wieder an. Er hat Mats Hummels als jenen Dortmund-Spieler bezeichnet, der im nächsten Spiel eine entscheidende Rolle spielen kann. Bla bla bla. Ja. Was war das Spiel, wo wir gegeneinander gespielt haben? Supercup? Genau, das war der Supercup, wo du erst Elfmeterschießen dich durchsetzen konntest. Elfmeterschießen wird es hier nicht geben und zu Hause ein Unentschieden wird zu wenig sein. Ich nehme jetzt auch hier mal an der Pressekonferenz teil, weil das... Also, nimmst du auch dann teil? Sitzen wir dann jetzt nebeneinander quasi? Oh, warte, ich habe sie schon weggeklickt bei mir.
Ich habe es ja schon weggeklickt. Weil hier, unten, hier unten steht bei mir, hast du weggeklickt? Weil hier steht bei mir, Helge Rothschild hat mit seinem Psychospielchen begonnen und die Presse würde gerne sehen, wie sie sich ein Wortgefecht liefern. Was hast du denn für Psychospielchen gestartet? Ich habe einen Co-Trainer geschickt. Ach, der hat das gemacht. Aber vielleicht kann ich es ja nochmal irgendwie rückgängig machen, ich weiß es nicht. Ist deine Psychospielchen begonnen, indem du gar nicht gekommen bist? So. Ja. Ah, hier. Hier steht aber ein Zitat von dir. Was? Hier ist dein Gesicht und hier steht, Rothschild wurde mit folgender Aussage zitiert. Ich denke nicht, dass er auf dieses Spiel stolz zurückblicken wird. Wir waren ihn in allen Belangen überlegen, nur das Glück war gar nicht auf unserer Seite. Was soll das für ein Zitat sein? Die Frage hier, stimmen Sie zu, dass dies aufgrund seiner Kommentare über Sie nach Ihrem letzten Aufeinandertreffen als ein Prestigeduell zwischen Herrn Rothschild und Ihnen angesehen werden kann? Wovon reden die Leute hier? Meinen jetzt das letzte Aufeinandertreffen im Supercup. Warum sollte ich da nicht stolz drauf sein? Ich habe doch gewonnen. Ja, aber gerade so auf diesen Sieg kannst du nicht stolz sein. Ich sage, ich habe nach unserem letzten Aufeinandertreffen gelernt, nichts von ihm an mich heranzulassen. Ich bin nur darauf konzentriert, am Samstag ein positives Ergebnis zu erzielen. Hast du das, also dein Co-Trainer hat das jetzt eigentlich gesagt, aber der Kommentar wird jetzt auf dich geschoben, oder was? Ich glaube, ja. Das ist ja hier... Ja. Zweite Hälfte der Pressemitteilung. Ja, es scheint, als würde Helge Rothschild auch nach all der Zeit noch gegen sie giften. Wie wichtig ist es, dass sie und ihr Team das beiseite packen und am Samstag professionell bleiben? Es ist unglaublich wichtig, dass meine Spieler bei seinen Mätzchen auf Durchzug schalten. Er wird versuchen, uns zu verunsichern, aber wir sollten das als Kompliment sehen. Damit zeigt er, dass ihm die Stärke unserer Mannschaft Kopfzerbrechen bereitet. Es ist nicht, jetzt reden sie nicht mehr über dich, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass Bayern gegen Lyon nicht gut ausgesehen hat. Erwarten Sie eine Reaktion Ihrer Spieler? Nein. Nein. Das ganze Team will sich mit einem Sieg rehabilitieren. Sie könnten im Spiel Ihren Stempel aufdrücken, indem Sie Ihre Jungs gleich von Beginn an offensiv nach vorn spielen lassen. Wie werden Sie im kommenden Spiel auftreten? Das werde ich Ihnen jetzt nicht erzählen. Bayerns letzte Partie gegen Dortmund ist schon eine Weile her. Wie sehen Sie diesmal Ihre Chancen? Keine Vorhersage von mir. Es kursieren Berichte, nach denen Sie rasant an Unterstützung aus dem Kader verlieren, obwohl bekannt ist, dass dort eine gute Kameradschaft unter den Spielern herrscht. Kennen Sie etwas? Ja, ich glaube, der Name Boateng hat damit was zu tun. Ich sehe hier eine... Die Unterstützung für sie ist leicht gesunken, aber zum Glück nur leicht. Ich will Zeitungsenden durch Aussagen darüber keine Glaubwürdigkeit verleihen. Das Wort Zeitungsenden, schön. So. Quark, Quark, Quark. Nein. Hier war gerade eine Frage zu dir und das Spiel hing gerade kurz, deswegen habe ich irgendwie aus Versehen irgendwie zweimal geklickt. Das war nämlich wieder eine Frage über dich. Ich habe die Frage allerdings nicht lesen können. Ich habe jetzt auch nicht lesen können, was ich geantwortet habe. Dafür habe ich ja zum Glück das Video, also muss ich mir das Video davon angucken. Irgendwas habe ich gerade über dich gesagt, zu irgendeinem Thema. Joshua Kimmich weist einige Qualitäten auf, bla bla bla. Er könnte den Unterschied machen. Sie könnten für alle im Kader das gleiche Argument bringen, oder? So, wie viele Fragen haben die denn noch? Machen Sie sich nach dem Spiel unter der Woche darüber Sorgen, dass Ihr Team aufgrund der Doppelbelastung gegen Dortmund strauchelt? Ich glaube, Dortmund hat auch Doppelbelastung gehabt. Das stimmt. Das steht natürlich. Alter, diese Aussage gibt es ja aber nicht als Auswahlmöglichkeit. Ich könnte sagen, es gibt dem Gegner einen Vorteil. Klar. Kein Kommentar. Die Frage zu doof ist. Diese Woche gab es viele Spekulationen über die Zukunft von Schalkes Trainer David Wagner. Was hat das denn jetzt mit uns zu tun? Es gab Kritik von den Experten. Einige. Ist nicht meine Angelegenheit, deshalb antworte ich nicht drauf. So. Neuen Spieler für ihr Land abberufen, fertig. Taktikbriefing, meine ich. Hast du das Taktikbriefing auch abgegeben? Genau, das hat auch mein Co-Trainer gemacht. Also ich lasse mich erstmal mal gleich überraschen, wie wir gegen dich spielen wollen. Ja. So, Trainingswoche. Boateng hat schlecht trainiert, wer hätte es gedacht? Das kritisiere ich aber. Er hat, glaube ich, keinen Bock mehr auf dich. Kritisiere es nicht, weil ich mit ihm gar nicht reden möchte. So. Hernandez hat gut trainiert. Das wird
angesprochen. So, jetzt haben wir Freitagabend, spielt doch Schalke, oder? Schalke gewinnt 1-0 gegen Düsseldorf. Dann können wir uns ja hier noch die Konferenz angucken. Also Genau, die beziehungsweise die Ergebnisse Ergebnisse holen. bevor es dann zum deutschen Klassiker kommt. Deutsche Klassiker. Und meine zweite Mannschaft spielt gegen Waldhof Mannheim. Besonderes Spiel, da ich beide Mannschaften in meinem anderen Spielstand trainiere bzw. trainiert habe. So. Ach, schon wieder rufen Journalisten an. Über Boateng. Ja, wir rufen gar nicht so viele an. Vielleicht hast du dein Handy nochmal auf einer öffentlichen Seite gepostet, dass Ja. jeder Hans im Franz jetzt sich bei dir melden kann. Ja, öffentlich auf Facebook. Zum Thema Jerome Boateng habe ich mich hier allerdings nicht geäußert. Und bekommen hier allerlei groteske Ergebnisse aus von irgendwelchen Kreisligaspielen angezeigt. Lippstadt 1-1 gegen Ja, Oberhausen. Dortmund Gifhorn gewinnt 3-1 gegen Delmenhorst. Horst. 2 gewinnt 2-0 gegen Fortuna Köln. Köln gegen Hoffenheim 0-0. Schon wieder. Freiburg verliert gegen Frankfurt, sehe ich hier. Oh, Paderborn hat gewonnen. Tore von Jimmy und Ben Zielinski. Das sind ja einige überraschende Ergebnisse hier. So, Coutinho wird berufen. Da, 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 da. Einmal nochmal die Ergebnisse. Schon wieder zweimal 0-0. Köln 0-0 gegen Hoffenheim, Hertha 0-0 gegen Leipzig, Mainz 1-0 gegen Union, Freiburg 1-3 gegen Frankfurt und Paderborn 2-1 gegen Augsburg. Tatsächlich überraschende Ergebnisse. Ja, wir sind weiterhin Tabellenführer. Paderborn hat die Frankfurt ist Abstiegsplätze auf Platz verlassen. 3. Erster FC Köln steht auf dem Relegationsplatz. Union immer noch letzter. Werder Bremen wird auf Platz 17 bleiben. Die können nämlich die Kölner nicht überholen. Ja, wir spielen noch gegeneinander. Wer spielt dann noch? Wolfsburg, Leverkusen, Gladbach und Bremen. Ja, dann 18:30 ist schon. Es ist schon soweit, es ist schon soweit. Aus diesem Anlass muss ich nochmal nachgießen. So, darauf hat die Welt gewartet im Stadion München. Ich habe mich noch überhaupt nicht mit meiner Aufstellung beschäftigt. 8 Ich Grad muss leider, ich Nieselregen. habe es schon getan und schmerzlicherweise muss ich feststellen, dass mit Sancho und Reus zwei wichtige Spieler nicht fit geworden sind. Wir sind alle fit, aber nach diesem leblosen Spiel gegen Lyon möchte ich jetzt hier nicht mit derselben Formation spielen. Ich ändere auch mal meine Grundausrichtung. Von ausgewogen auf kontrolliert. Und ändere hier mal einiges. Lewandowski findet sich auf der Ersatzbank wieder. Na sowas. Bringe Pavard, Martinez ab. Boateng findet sich mysteriöserweise auf der Tribüne wieder. Ach, Alaba, den gibt es auch noch. Ich hab manche Spieler hier auch vergessen. Wohl Alaba. Alaba allerdings Boateng unterstützt, aber das tun so einige hier. Ich habe mir jetzt hier eine Revolution eingehandelt. Ach, Coman ist auch noch da. Manche Spieler kennen mich kaum noch. Ich stelle Alaba und Coman aber trotzdem auf. So, Änderungen gab es jetzt genug. Obwohl, ich stelle doch Thiago lieber auf. Martinez. Ja, was ist jetzt deine Prognose? Ein klarer Auswärtssieg nach meinen sechs Das Toren gegen ist Gladbach also. und meinen sechs Toren gegen Wolfsburg will ich natürlich auch hier das halbe Dutzend voll Das war machen. natürlich gerade absichtlich eine Frage auf dem Niveau der hinterhältigen Journalisten. Und wenn ich hier schon sehe, dass du im Duell gegen mich Lewandowski draußen lässt für Fiete Ab, der riskant, würde ich mal sagen, riskant. Das ist jetzt nicht, weil ich dich nicht ernst nehme, sondern weil ich mit den letzten beiden Spielen so unzufrieden bin, dass ich einiges ändern möchte. Und der Lewandowski-Transfer
weiß nicht. Irgendwas muss sich ändern und der Arp, der wirkte recht motiviert. Lewandowski hat hochkarätige Chance liegen gelassen. So, ich bin in der Kabine. Und ich sage meinen Spielern, dass sie für die Fans spielen sollen. Nichts anderes ist das hier heute. Ein Spiel für die Fans. Prestige. Tabellenführung. Ich sage bestimmt. Heute geht's um alles. Ich erwarte heute einen Sieg. Punkt. Einige Spieler reagieren positiv. Ja, das jetzt zu gewagt ist, dass ich zum Beispiel den Arp aufstelle, aber jetzt schon wieder Journalisten. Wie gehen Sie die Aufgabe an, die gefährlichste Offensive der Bundesliga in Schach zu halten? In sorgfältiger Vorbereitung und Planung. Dortmunds guter Lauf brachte ihnen den ersten Platz in der Formtabelle. Ach, das ist genau die gleiche Frage habe ich gerade auch. Ach so, du bist ja nur Platz 1 in der Formtabelle. Wie groß ist die Gefahr, die sie ausstrahlen? Wir sind eine gute Mannschaft. Ich bin auf Platz 2, aber natürlich nicht der Tabelle, sondern der Formtabelle. Hilft das in diesem Spiel? Mike Clark hat den Wikipedia-Artikel von Formtabelle gelesen. Guerrero hat zuletzt bei Dortmund geglänzt. Wie können sie ihn aus dem Tritt bringen? Vielleicht mit einem Tritt. Ja, whatever. Das Spiel geht los. Die Mannschaften kommen raus. Und Ozapft ist. Ozapft ist. So. Der Anstoß ist erfolgt. Ich heuchle mal wie sagt man? Gut Spiel. Gut Kick. Ja, ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Niederlage. Und da ist das 1:0 von Serge Gnabry in der zweiten Minute. Mama mia. Das geht jetzt schon gut los hier. Hier in München sagt man Mama mia. Gnabry, 1:0. Was sagst du dazu? Ach, das Spiel dauert jetzt noch 87 Minuten. Hier ist noch gar nichts entschieden. Ja, und der Ball ist rund. Ich muss schon wieder nachgießen. So, hier direkt jetzt mal der Ausgleich. Nein. Ach. Manuel Neuer, der einzige Spieler bei dir in letzter Zeit in Topform. Kann der Manuel Neuer nur drüber lachen, über solche Kopfbälle. Und was passiert jetzt hier? Thiago Coutinho, was machen die denn da? Ist doch falsche Richtung, Leute. Oh. Hallo. Ich habe etliches an der Aufstellung, auch an der taktischen Formation geändert. Und ja, ist das und nämlich. Auch, ist das. Da ist das 2:0 in der siebten Minute, was sagst du? Das ist natürlich ein Start nach Maß für dich. Da kann man nichts anderes drüber sagen. Ich habe gerade so ein bisschen Sorge, dass wir nicht gleichzeitig, also nicht live sind. Ich hab irgendwie den Eindruck, dass ich die Tore immer einen Tacken eher sehe als du. Nee, ich bin einfach nur in Stockstarre. Ach so. Ja, völlig zu Recht. Nach diesem Auftakt nach Maß. Und es geht direkt weiter. Dieses 2:0 reicht uns nicht. Ja. Aber jetzt hier mal der Konter. Wir haben noch lange nicht genug. Nee. Meine Güte, Manuel Neuer, der einzige Spieler bei dir, der einigermaßen gut drauf ist. Sagt er, nachdem er nach 12 Minuten schon 2:0 hinten liegt. Ja. Das reicht ja. Das ist ja Sprecher der ganzen Sache. Aber gut, Dortmund in München, das ist ja jetzt nie gut ausgegangen. Ja. Außerdem fehlen bei mir Reus und Sancho, einen beiden besten Spieler verletzt. Was auch nochmal ein großer Nachteil ist, aber nicht diese Defensivleistung hier erklärt. Ja, die Wechsel haben einiges. Ja, ich sollte jetzt auch nicht so reden, als hätte ich jetzt die größte Negativserie aller Zeiten hinter mir. Ich habe unentschieden in der Bundesliga gespielt und gegen Olympique Lyon verloren. Mehr nicht. So, Freistoß wäre jetzt natürlich eine Option gewesen. Ja, da geht die Tabellenführung wohl zurück. Aber ich erwähne ja immer. Oh, dicke Chance hier. Vor allem, wenn es so weitergeht. Sollte ich das vielleicht auch erwähnen, dass hier noch 70 Minuten zu spielen sind und du schon zwei dicke Chancen hattest. Weil nochmal, ob das nochmal gut geht, ist die Frage. Weil wenn es gleich 2:1 steht nach 20 Minuten, kann das Spiel auch noch ganz anders ausgehen. Ja, natürlich immer alles offen.
Au, oh, Schuss Richtung Eckfahne von Gnabry. Der war natürlich sehr ungefährlich. Nee, das ärgert mich jetzt schon so ein bisschen, dass du schon zwei dicke Chancen jetzt hattest. Ein bisschen Konzentration sollte jetzt hier nicht abhanden kommen. Halbe Stunde rum. Eckball. Auf Standard bei mir. Ganz ungefährlich, jetzt muss ich wieder auf den Konter aufpassen. Coman. Coman. Ja. Ah. Das war das Außennetz, ja. Ja, bloß jetzt nicht noch einen Anschlusstreffer vor der Pause kassieren. Pavard sieht gelb. Gnabry ist verletzt und das auch schwerer. Da muss sofort unterbrochen werden. Ich sehe nicht, was er hat, aber ich sehe, dass er sofort raus muss. Ai, ja, wenn ich das nicht so will, kann er keine wichtigsten, Spieler umtreten. Ja, taktisch verständlich. Thomas Müller kommt. Ja, es ist hier die Dortmunder Art. Sieg oder Schienbeinbruch ist das Motto. Ja. So, ja, aber was mache ich? Schon satte 3 Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Passiert aber wohl doch. Scheint jetzt nochmal was zu passieren. Natürlich auch jetzt ein gutes Zeichen, jetzt wo ich hier... Oh, was ist das denn jetzt hier für ein Fehlpass gewesen? Ist der Guerrero noch? Oh, tut das weh. Beim Football, wir werden das über 3 Punkte ja gewesen, aber das Spiel hier gedreht. Ich muss ja auch Sorge haben, dass meine Mannschaft irgendwie jetzt den Aufstand gegen mich plant, aber das sieht nicht danach aus. Die wollen... Die Dortmund ist natürlich immer motiviert. Die wollen das auf dem Platz zeigen. 2-0 zur Halbzeit, das ist natürlich wunderbar, aber sollte auch nicht... Hier wird auch ganz als erstes mir präsentiert, dass Manuel Neuer mehrere Ganzparaden hatte. Das sollte ich nämlich hier nicht vergessen, dass es auch anders stehen könnte. Könnte auch 2-1 stehen. Oder gar 2-2. In der Tat. Aber es tut es nicht und jetzt sollten wir jetzt... Was machen wir jetzt? Bin sehr zufrieden. Weiter so, Jungs. Wechsel spare ich mir erstmal. Einmal musste ich ja schon zwangshaft wechseln, da meine Spieler jetzt kaputt getreten werden. Ja, ich werde auch einmal wechseln, ich werde taktisch umstellen und hoffen, dass ich dich damit nämlich aus der Reserve locken kann. 11-mal gewechselt jetzt? Genau. Jetzt spielt meine U19, die bis jetzt erst 1 Punkt liegen gelassen hat. Hast du deinem Co-Trainer gesagt, einmal alles ändern, bist selbst aufs Klo gegangen? Ja. Ich habe gesagt, wenn ich wiederkomme, will ich, dass hier kein Stein auf den anderen liegen bleibt. Und ab! Engel, Mama mia! Ja, dieser umstrittene Wechsel ab von Lewandowski. Jetzt geht's ja auf für dich, aber. Ja, Ab war jetzt an den Toren nicht unmittelbar beteiligt, aber wenn der jetzt hier mal ein Tor machen würde, wäre das natürlich. Gold wäre für dich, aber für mich natürlich nicht. Aber der Lewandowski sollte das jetzt auch hier nicht als Degradierung verstehen, wenn man hier immer englische Wochen hat, muss da was auch mal gemacht werden in seinem biblischen Alter. So, Alaba, wunderbar freigespielt hier, der verlorene Sohn, den ich zwischenzeitlich vergessen hatte, Kopfball von Müller. Zweite Halbzeit beginnt auch actionreich hier. Und schon wieder ein Foul von diesen unsportlichen Dortmundern. Ja, du hast es aber auch verdient, deine Spieler provozieren an allen Ecken und Enden. Oh, Freistoß aus gefährlicher Position. Ach. Hummels, Mama mia. Ich glaube, der Schuss wäre sowieso daneben gegangen. Warum springt der denn überhaupt? Jetzt mal ein bisschen Druck hier machen, komm. Eieieiei. Ja, denke schon mal über den zweiten Wechsel nach. Noch sieht es ja gut aus. Wie oft hattest du schon gewechselt? Einmal, ja. Ist ja alles nichts. Marco Reus, der trainiert erst seit heute Morgen wieder. Oh.
Ich ändere erstmal nichts. Noch keinen akuten Grund sehe. Gelbe Karte, Weigel. Ah, ich wechsle mal eben. Ja, ich kann auch meinen dritten Wechsel jetzt durchführen. Lewandowski kommt für Arp. Soll der Arp aber auch nicht als Kritik an seinem Spiel verstehen. Er hätte auch vorhin ein Tor machen können. Ordentliches Spiel. Und jetzt hier für 20 Minuten mal eben den Lewandowski bringen zu können, ist natürlich auch ein Luxus. In der Tat, in der Tat. Tolisso kommt noch für Demme. Damit sind wir dann durch mit den Wechseln. Ja. Ich muss jetzt hier so langsam mal was Zwingendes machen. Aber danach sieht es ja nicht aus. Es sieht nicht so aus, als hätten deine Spieler hier noch Bock. Reus, Witzel und Reus. Kläglich vergeben. Mann, mal wieder Top Marco Reus, der Boris Becker des Fußballs. So, 10 Minuten noch. Noch ist zu früh, um den Shampoos aufzumachen, aber wir können ihn schon mal kalt stellen. Oder aus dem Kühlschrank rausholen. So, Müller schickt den frischen Lewandowski. Ah, er holt zumindest die Ecke raus. Das wäre natürlich der Tor, was alles entschieden hätte. Ja, ist das nach dem Champions League aus die Rückkehr an die Tabellenspitze? Sieht alles danach aus. War jetzt hier nochmal ein gefährlicher Freistoß, aber. Ja. Zeit ist noch, wenn jetzt das 2-1 fällt. Das ist alles viel zu ungenau hier. Ja. Und dann so ein schlimmer Fehlpass, Mama Mia. Da wird mir hier die Chance zum Kontern geschenkt. Aber auch das ist jetzt ein bisschen merkwürdig vorgetragener Angriff hier. Aber dann Coutinho scheitert. Jetzt kriegen sie nochmal den Eckball und holen wir nochmal wenig Zeit heraus. Ich denke mal, der Drops dürfte jetzt so langsam gelutscht sein. Jetzt in der Kürze der Zeit noch eine Zweitoresführung zu verspielen, das wäre auch eine Leistung. Aber hier ist er. Au! Lewandowski scheitert an Bürki. Hätte das entscheidende 3:0 sein können. Jetzt nochmal eine Ecke. Aber es bringt uns natürlich auch Zeit ein. Wobei wir jetzt hier auch nicht so wirklich groß zittern müssen mit einer zweiten. Nee, ich bekomme die Ball nicht mehr. Mit einer Zweitoresführung. Aber räumt hier hinten alles ab. Marco Reus nicht mit in seiner Mini-Aktion, die ich hier hatte, dass er gut ist, wie er dabei ist. Aber was nützt es denn? Was nützt es denn? Oh, Eduard, das ist der Anschlusstreffer! Aber, zählt der Treffer? Zählt der Treffer? Der Treffer zählt nicht. Es läuft alles gegen mich. Hier war es abseits. Ach, mein Gott. War das überhaupt abseits? Wenn, dann war es haarscharf. Er hat die Haare geschnitten, es ist kein Abseits. Ist auch der Schiedsrichter auf einer Seite, aber gut. Wen wundert's? Das wäre jetzt nochmal, die wievielte Minute war das? 89. oder so? 87. Genau. Das wäre nochmal ein Zitterspiel gewesen bei 3 Minuten Nachspielzeit. Aber Glück gehabt, dass es abseits war. Jetzt dürften wir wohl keine 2 Tore mehr kassieren, sage ich. Und just in dem Moment auf, macht er fast das 2:1. Neuer rettet er den Sieg. Hey, selbst wenn er den reingemacht hätte, hätte ich immer noch mit dem Tor geführt. Ja, das stimmt natürlich auch, aber ohne Zweifel war der beste Mann auf deiner Seite. Ist zumindest, ja, ich sag mal, der Sieg war auf jeden Fall am Ende knapper, als es das die Zweitoresführung suggeriert, da du auch etliche hochkarätige Chancen hattest. Ja, hätte ich am Anfang nicht so verschlafen, wäre es wahrscheinlich mal anders ausgegangen. Aber so, ich sage, ich sag mal, wenn das, ich gehe mal gut vor ihnen. FC Bayern 2, Borussia Dortmund 0, 16 zu 11 Torschüsse, 56 zu 44% Ballbesitz.
Da kann Borussia Dortmund aktuell nicht mithalten. Aber ich werde wiederkommen und werde die Tabellenführung zurückholen. Ja, kannst du jetzt sicher sein. In dieser Saison wirst du zumindest in die, ins Stadion München nicht zurückkehren, aber wir sehen uns in 17 Wir sehen uns in 17 Spieltagen im Signal Iduna Park, während ich meinen Spielern erstmal sage, schöner Sieg, gut gemacht. Da reagieren alle positiv drauf, außer Benjamin Pavard. Ja, auch Lewandowski ist Feuer und Flamme, der hat mir das nicht krumm genommen, dass ich ihn mal auf die Bank gesetzt habe. Die Tabellenführung ist wieder da und die Saison aber immer noch jung, holen wir uns mal noch die Sonntagsergebnisse ab. Die abschließende Pressekonferenz nach dem Spiel. Oh, Serge Gnabry fällt für 3 bis 6 Wochen aus. Das ist natürlich Gift für die Atmosphäre. Ich überlasse ihm den Physio. Das klingt wieder so, als würde ich ihn zur Schlachtbank schicken, aber... Ja, Coutinho gut in Form bei souveränem Sieg. Abschließende Pressekonferenz. Ich nehme teil. Nimmst du auch teil? Nee, ich bin ausgestürmt. Echt? Sorry, zu peinlich. Sofort? Was war denn die Frage? Was ich von dem Spiel halte. So schlecht war es jetzt auch nicht. In der Allianz Arena haben auch schon, im Stadion München meine ich natürlich, haben auch schon andere 2-0 verloren. So, mit diesem Ergebnis übernehmen sie die Tabellenführung. Sie müssen richtig zufrieden sein, oder? Ja. Darauf können wir aufbauen. Es bringt eine tolle Atmosphäre, was wir hoffentlich mit in die nächsten Spiele nehmen können. Da denkt auch niemand mehr an die Champions League gerade. So, sie müssen mit dem Sieg zufrieden sein, oder? Nein, ich bin völlig unzufrieden, dass wir 2-0 gegen den BVB gewonnen haben. Ein Sieg mit großer Genugtuung. Jeder hat seinen Job perfekt gemacht, dadurch haben wir es sehr einfach aussehen lassen. Fiete Arp hatte heute beim Abschluss wenig Glück. Was war mit ihm los? Er hatte eine gute Chance und hat sie nicht reingemacht. Was will der jetzt von mir? Er hat viel beigetragen, er hat einige Chancen vergeben, aber so etwas passiert. Coutinho war heute gut in Form, sehen Sie das anders. Es war eine runde Leistung und hat dem Team geholfen. Gnabry hat sich ernsthaft verletzt. Können Sie abschätzen, wie lange er dem Team fehlen wird? Ja, 3 bis 6 Wochen. Es scheint, dass es eine schlimme Verletzung ist. Viele Leute sehen Gnabry als einen der wichtigsten Akteure. Welche Auswirkungen mit seiner Verletzung haben? Es ist ein Rückschlag, den wir wegstecken müssen. Während seiner Abwesenheit sind wir ein schwächeres Team. Den Fans scheint ihr heutiges Passspiel gefallen zu haben. Dürfen wir in Zukunft mehr davon erwarten? Das hoffe ich. Bla bla bla. Ja. Alles bla 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 ist das doch. Nächstes Spiel ist gegen Fortuna Düsseldorf. Und bei dir? Ich spiele gegen einen neuen Ex-Verein. Und zwar in 13 Tagen nach der Länderspielpause gegen Paderborn. Boah. Ja, ich sehe auf dem Kalender auch direkt Spiel gegen Real Madrid, was natürlich an Brisanz einbüßt, dadurch, dass wir schon ausgeschieden sind. Aber ich sollte nicht vergessen, dass ja die Euroleague auch noch da ist. Und das ist ja zumindest besser als nichts. Euroleague ist so vom Prestige her ungefähr auf einem Niveau mit dem Supercup. In etwa. Ich würde es eher vergleichen mit dem Münchner Dorfcup. Ja, aber besser als nichts. Ich sehe hier, Pressekonferenz Rothschild verliert Selbstbeherrschung. Schlagzeile der Bild-Zeitung. Bild am Sonntag hier. Rothschild verliert Selbstbeherrschung. Rothschild sah sich mit einer Reihe bohrender Fragen konfrontiert und wird wenig Unterstützung dafür bekommen, dass er vor versammelter Presse den Raum verließ. Was sollen denn deine Kollegen beim BVB sagen? Du hast den Verein blamiert mit dieser Pressekonferenz. Ich sehe gerade, dass unsere Bilder hier dieselbe Frisur haben, nur in anderer Farbe. Ja, genau. Das ist ja auch echt so. Ja. So. Ja, Gnabry fällt lange aus. 2-0 gewonnen. Gucken wir mal, was hier am Sonntag in der Bundesliga so passiert. Dann würde ich zum Abschluss auch mal in die anderen Ligen mal einmal runtergucken. Ja, was der HSV, so macht. HSV, die dumme Sau. Ja. So. Unfassbare Übernahmegerüchte beim FC Augsburg. Mama mia, ist ja unfassbar. Unfassbar, habe ich mir trotzdem nicht angeguckt, die Schlagzeile.
So, meine zweite Mannschaft hat 0:0 gegen Waldhof Mannheim gespielt. Und ja, mein nächster Gegner Düsseldorf auf Platz 14, ja, sollte natürlich mit 3 Punkten gerechnet werden. Werder Bremen spielt 1:1 im Borussia Park und Wolfsburg gewinnt 1:0 gegen Leverkusen. Ja, die Bremer fangen sich also langsam, stehen aber natürlich immer auf dem Abstiegsrang. Ja. Wenn man unentschieden spielt, kommt ja auch nicht voran. Ja. Auf Platz 3 Eintracht Frankfurt. Platz 4 Freiburg, Platz 5 Augsburg. Drei Teams mit jeweils 20 Punkten. Also, ich habe jetzt zum Beispiel nur 6 Punkte Vorsprung vor Platz 7. Also, recht eng beisammen. Paderborn auf 15, Düsseldorf auf 14, Hoffenheim nur auf 13, Gladbach nur auf 11. Ja, überraschend immer noch vorne Freiburg und Augsburg. Einige Tja. Vereine unten, mit denen man da auch nicht gerechnet hätte. Ja, gucken wir mal einmal in die zweite Bundesliga. Da haben wir auf Platz 1 VfL Bochum, 27 Punkte. Dahinter SV Sandhausen und der HSV. Dahinter Bielefeld, Hannover, Stuttgart. Auf den Abstiegsrängen Osnabrück, Dresden, Karlsruhe. Sehen wir bald im SV Sandhausen in der ersten Liga. Es sieht jedenfalls ganz stark so aus. Punkteschnitt von 2,0 beim SV Sandhausen, das riecht nach Bundesliga. Dritte Liga, da haben wir auf den ersten 3 Rängen Kaiserslautern, Viktoria Köln und Ingolstadt. Dahinter meine zweite Mannschaft. Auf den Abstiegsplätzen Münster, Meppen, Unterhaching und Groß Aspach. Ja, Stand jetzt gäbe es vielleicht, wenn die Relegation dementsprechend ausgeht, zwei Kölner Vereine in der zweiten Liga. Wir werden es sehen. Die dritte Liga ist schon am 16. Spieltag. Ja, bei uns bald der 12. Wenn ich, Ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich in der auch Champions. die Regional- und Oberligen durch, das ist nichts, was groß Aufsehen erregt. Rot-Weiß Aalen, früher als LR bekannt, ist der Tabellenführer der Westfalenliga. Schwabgürtel auf dem vorletzten Platz. Boah. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, Ja, wir sehen uns auch nach der dann. Länderspielpause wieder und werden die Tabellenführung versuchen wieder zu wechseln. Ja, ich bin hier gerade in der Niedersachsenliga und sehe hier in der Wettbewerbsreputation, die deutsche Oberliga ist ungefähr auf dem Niveau mit der ersten Liga in Island und der dritten Liga in Ungarn. Echt? Ich sehe. Achso, ja, ich bin bei Also. der Landesliga. Die Landesliga ist in etwa auf einem Niveau mit der dritten isländischen Liga und der ersten Liga in Malta. Ja, Das ist doch interessant. könnte mir auch durchaus vorstellen, als Profifußballer in Malta zu landen. Also, Ja. ja. Die Oberliga wird mir angezeigt, ja auch als etwa gleichmäßig mit Andorra. Ja, oder Litauen. Ja. Ja, wenn das bei dir so weitergeht, dann wirst du bald in solchen Ligen trainieren dürfen. Das ist ja mal Humbug. Das ist absoluter Humbug. So, im nächsten Part geht es gegen Düsseldorf. Gegen wen spielst du nochmal? Ich habe es eben wahrscheinlich schon mal Gegen gefragt. den Sportclub Paderborn. Ach so, ja. Das war ja wie. Da bin ich ja Auch sehr wieder mit Mark gespannt. Reus und mit Jadon Sancho. Ja, werden wir sehen, wie es hier weitergeht. Ich sage Tschüss. Tschüss.